Ich bin der Christoph Faundorfer, bin einer der Gründer von MyEsel und wir machen seit 2014 verschiedenste Holzräder und Holz-E-Bikes. MyEsel ist 2014 gestartet, aber wir haben dann die Software und die Räder entwickelt und waren 2016 dann mit unserem ersten Serienprodukt am Markt. Inzwischen haben wir Rennräder, verschiedenste E-Bikes, Trekking-Tourenräder und sind in Oberösterreich situiert und circa 15 Leute. Wir haben von Beginn an Software entwickelt, das ist eine biometrische Software, wo wir innerhalb von einer Minute in Echtzeit die Körperproportionen nachrechnen und in Echtzeit den gesamten Rahmen und die ideale Geometrie berechnen können. Also die Software funktioniert so, dass wir eigentlich als erstes den Kunden nachrechnen, wie schaut er aus, und dann je nach Modell gibt es ideale Winkelsets, wie man am Rad oben sitzen soll. Das heißt, wir berechnen eigentlich, wie soll der Kunde perfekt sitzen. Das Material Holz verwenden wir, weil es sehr robust ist, weil es sehr steif ist, was im Tretlager wichtig ist, aber gleichzeitig Vibrationen viel, viel besser dämpft als andere herkömmliche Materialien. Nicht umsonst ist in jedem hochwertigen Ski oder in jedem Rennski im Kern immer Holz. Meine Verbindung zum Fahrrad kommt eigentlich aus meiner Zeit im Studium, wo ich sehr viel mit dem Rad in Wien gefahren bin und wo mir halt bewusst geworden ist, wie sie sich anfühlt, wenn ein Fahrrad nicht passt. Ich bin 1,95 groß und tue mir oft mit Standardprodukten schwer. Das Phänomen E-Bike ist für die Bike-Branche, glaube ich, eine Riesenchance, einfach viel mehr Leute vom Auto aufs Rad zu bringen, einfach viel mehr Mobilität zu schaffen für den Einzelnen und natürlich die Gesundheit zu fördern. Das E-Bike kann einfach auf ein bisschen längeren Strecken wie das Fahrrad das Auto ersetzen. Also man kann mehr transportieren, man kann natürlich steilere Strecken schaffen und es unterstützt Leute, die vielleicht nicht mehr mutig genug sind oder nicht mehr die Fitness haben, wieder aufs Rad umzusteigen und wieder mit Sport zu starten. Neben mir sieht man jetzt eines unserer E-Bikes, das ist das E-Tour Diamant. Das Spannende an dem Produkt ist, es hat nur 19 Kilo. Der Antrieb ist komplett im Rahmen innen integriert, das heißt man sieht überhaupt nicht, dass es ein E-Bike ist. Und auf Wunsch wird das Rad wie alle unsere Räder komplett maßgefertigt.